Hallihallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Breath of the Wild, in dem mit Abstand schlimmsten Schrein, den ich bisher in diesem Spiel kennengelernt habe. Was hat der Würfel jetzt da für einen Tanz gemacht? Egal. Wir dürfen hier nichts berühren. Das ist das falsche Modul. Sonst sind wir tot. Sonst sind wir sowas von tot. Ja. Und das ist bei diesen ganzen Stacheln, die uns das Leben schwer machen, gar nicht so einfach. So, ich hoffe jetzt, dass ich nicht zu sehr dieses... Ja, ich... Mach mal schnell. Mache. Weil dann schleichen sich nämlich Flüchtigkeitsfehler ein. Und dann stirbt man. Ne? Deswegen müssen wir das trotzdem vorsichtig angehen hier. Wir waren schon sehr weit. So vom Gefühl her hätte ich gesagt, wir waren schon an sich durch. Ja, und dann kam... Dann kam die Unvorsichtigkeit. Dann kam... Ich weiß nicht, was da passiert ist. Oh, das Element hier war ja relativ easy. Wir können vielleicht den da anhalten. Oder? Nee, kriegen wir hin. Alles klar? Okay, gut. Ja, wir haben ja gemerkt, zwischenspeichern macht keinen Sinn, bringt uns nichts. Nee, den wollte ich nicht anhalten, dann warten wir. Das ist ganz gut, wenn man den mittleren anhält. Dann kann man den ersten und zweiten relativ gut abpassen. Um den mittleren rumfliegen. Dauert das denn so lang? Dankeschön. Ach nee! Warten wir noch mal eine Runde. Der da, den da will ich anhalten. Das war genau da hinten an der Ecke. Bauten sind sie natürlich relativ simultan. So, jetzt. Oh Gott, nee! Ich habe es beim Springen gemerkt. Da hätte ich auch nicht mehr ausweichen können. Irgendwo ist ja mein Ehrgeiz geweckt, ne? Das jetzt hinzukriegen. Aber irgendwo setzt halt auch schon so ein bisschen die Frustration ein. Vor allem, weil man immer wieder von vorne anfängt. Ich hatte ja gehofft, ne, deswegen habe ich ja beim... Oh Gott, du hüpfst gleich, ne? Oder auch nicht. Deswegen hatte ich ja gehofft, ne, wenn ich so eine Station fertig habe, dann habe ich ja gespeichert... Und mir gedacht, ja, dann hast du das Element schon mal geschafft und du kannst dich so Stück für Stück voranarbeiten. Aber dass man bei einem Tod direkt von vorne anfangen muss, dass man den hier eigentlich einmal in einem Run durchlaufen muss. Hallo? Ja, das hat mir dann das Genick gebrochen. Und die Motivation. Und die Hoffnung. Das war nicht nett, Spiel. Das war wirklich nicht nett. Ach, weil wir jetzt da drauf liegen, ne? Halt den Würfel. So. Nee, das war schon sehr frustrierend. Weil ich glücklich war, so wie wir es geschafft hatten bisher. Dann kam die Kacke. So. Ja gut, das ist easy. Jetzt sind wir wieder hier. Okay, diesmal aber. Achso, ich kann noch nicht. Das wird wieder nix. Oh Gott, jetzt sind wir zu tief wahrscheinlich. Ja, jetzt sind wir... Nein. Komm, komm, komm. Hoch mit dir. Und wieder von vorne. Das ist halt so dieses Nervige, dieses Problem. Warum
Warum von vorne? Auch ich habe ja eigene Speicherpunkte gesetzt. Aber er nimmt den Speicherpunkt, du kommst hier unten an. Okay, ich versuch's jetzt noch einmal. Und dann werden wir uns erstmal den anderen Lagern widmen. Weil ich glaube, sonst schrei ich. An sich, ne, es ist halt einfach nur, ja, aufpassen und gar nicht so schwer. Das war jetzt ein bisschen risky. Das ist halt das Problem, ne? Man wird unvorsichtig. Man denkt sich, ja, das hat bisher ja alles wunderbar funktioniert. Mache ich mir jetzt gar keinen Stress. Und dann schleichen sich halt Flüchtigkeitsfehler ein. Nochmal. Das hat hier beim ersten Mal so wunderbar funktioniert. Und. Ja. Okay. So, jetzt kam halt diese Wand, ne? Hier sind wir bei unserem besten Run bisher gestorben. Kann ich die anhalten? Nee, ich kann aber diese Steine. Wieso kann ich die Steine anhalten? Das verstehe ich nicht. Ach, guck mal, da hätten wir auch dann das Ziel. Wir müssen nur hier noch durch. Oh, bitte. Oh, bitte, 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 bitte. Kann ich die Stacheln? Kann ich nicht anhalten. Diese Wand wahrscheinlich auch nicht. Okay, nochmal tief durchatmen. Schaffen wir, oder? Der letzte da hinten ist halt fies. Da muss man vorsichtig drumrum. Und dann ist schon das Ziel, Leute. Wir waren so kurz vorm fucking Ziel. Oh Gott. Mein Problem ist halt Steuerung, ne? Kletter doch! So, ja. Jetzt müssen wir halt vorsichtig daran vorbei. Wie soll ich da denn dran vorbei? Oder geht ihr wieder weg? Ich kann da drüber. Oh Gott. Oh ja, bitte. Oh komm. Komm, 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 komm. Oh Gott, wir haben es geschafft. Oh, meine Nerven. Oh, okay, ich bin froh, dass ich es noch ein paar Mal probiert habe. Aber ganz ehrlich, ne? Das Spiel quält mich. Es quält mich einfach. Aber Hälfte, ey, Hälfte haben wir geschafft, ja? Hälfte der Lager und Hälfte der Schreine. Ich bin wahnsinnig gespannt, was uns erwarten wird, wenn wir die Sachen geschafft haben. Was machst du hier? Hi. Ziemlich bedeckt heute. Ja, das finde ich auch. Ein Reisender auf einem Plateau, das so isoliert ist wie eine einsame Insel. Oh. Oh, so treffen wir uns wieder. Du siehst ja gar nicht gut aus. Du siehst genauso entsetzlich aus wie dieses Plateau. Oh, Verzeihung, wie unhöflich von mir. Ich verstehe das schon. Auf einer Reise kann vieles passieren. Ich bin hierher gekommen, da es ein altes Lied gibt, in dem es um einen Helden auf diesem Plateau geht. Ja. Es kommt mir so vor, als hätte das Schicksal uns hier zusammengeführt. Da du schon einmal hier bist, hast du Lust, ein wenig zuzuhören? Oh ja, gern. Oh.
Ich danke vielmals. Nun dann, höre jetzt mein Lied. Flammen des Vulkans, Donner der Wüste, Wind des Himmels, Wasser der Wellen. Oh, die Musik. Ich will gar nicht singen, ne? Ich will die Musik nicht kaputt machen. Oh, ich liebe diese Melodie. Ich war neugierig, deswegen bin ich die Aufzeichnungen meines Meisters durchgegangen. Dabei habe ich dieses Lied gefunden. Lautes Brausen. Was das wohl zu bedeuten hat? Es hilft mir auf jeden Fall, den Ort zu besuchen, an dem das Lied geschrieben wurde. Das bringt frische Gedanken. Ich habe noch andere interessante Lieder gefunden und ich werde auch deren Entstehungsorte besuchen. Okay, danke, Kashiwa. Hat mir jetzt nicht wirklich viel geholfen, vor allem, weil ich nicht mitgelesen habe und wir jetzt kein Questgedönsens bekommen. Ich habe einfach die Melodie genossen. Ich mag dieses Theme. Gut, ja. Wir haben noch zwei Orte zu besuchen. Hier im Wald. Auf dem Berg. Pass auf, mein eigentlicher Plan war ja hier hoch, dann erst zu dem und von hier oben hier runter zu dem. Dann machen wir jetzt erst den Ort. Was ist jetzt sinnvoller? Von hier darüber laufen? Ja, oder? Ich habe halt Schiss vor allem, ne? Wenn uns alles umbringen will. Oh, da unten haben wir ein Lager, das bestimmt besetzt ist. Wir könnten uns hier noch das Fleisch mitnehmen. Guck mal, der ganze Loot ist noch hier. Hätte ich nicht gedacht. Können wir dich nicht aufheben? Bloß nicht verbrennen. Okay. Ja, Schwert. Ich wollte speichern. Stopp! Speichern! Panik. Danke. Bevor wir diesen Schrein nochmal machen müssen, ne? So. Da hinten sehe ich doch schon die Barrikaden. Vielleicht macht es Sinn, da hochzuklettern und wieder von oben zu agieren. Ich glaube, das war so bisher der beste Plan und der beste Move. Aus erhöhter Position die Leute abzuschießen, die uns im Wege sein könnten. Ich hoffe, hier oben wartet halt keiner auf uns. Aber ich sehe niemanden. Wunderbar. Dann gucken wir mal. Da steht schon mal ein Dude. Oh, und es wird schwieriger. Och, nö. Er läuft gerade halt weg davon. Das ist blöd. Krieg ich dich da weggeschossen, ohne dass du Alarm machst? Will ich nicht. Doch. Okay. Oh Gott, da hinten sind noch mehr.
Verdammt. Einen von getroffen. Eis? Inder kriegen wir. Easy. Und der denkt sich, hä? Wo kommt der denn hergerutscht? Was hat denn der gemacht? Der hat so viel getroffen oder was? Ich scanne gerade, wen wir uns als nächstes vorknöpfen können, was am einfachsten wäre. Die Reiter machen mir halt Sorgen. Ich meine, dich könnten wir in die Luft jagen, aber ich glaube, das bringt nicht... Ja, doch, ein bisschen Schaden bringt das. Weil ich verschwende gerade meine kompletten... Oh, nee. Nein! Aus. Pfui. Kompletten Feuerpfeile. Nein, 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 du kommst eh nicht hier hoch, Kollege. Scheiße, der kommt hier hoch. Man sollte auch treffen. Ihr seid zu weit weg. Gott, ich hab dich nicht erwischt. Nein! Meine Bogen! Sorry, Pferd. Ja, lauf zurück zu Mami. Richtig so. Ja. Oh, der ist fast tot. Voll. Okay, tot. Yes. Nice, nice, nice. Das Feld der Gegner lichtet sich. Meine Pfeile aber auch. Da unten liegen aber noch welche. Das ist ganz gut. Dann freue ich mich gleich aufs Looten. Ich mag das so sneaky von hier oben, ne? Kann ich so weit schießen? Nö. Ich würde da ungern jetzt schon runterspringen, weil... Oh, der hat mich auch gesehen. Hi. Dann willst du wieder einen Freund sterben, ja? Weil der ist ja noch gar nicht gestorben. Ach Mann! Immer wenn ich dann schieße in die Luft... Blöd, Mann. Nice. Den haben wir auch. Jetzt haben wir da hinten noch ein, zwei Kollegen. Da läuft noch ein Dude rum. Und die Pferde, bringen die mich auch um oder sind die cool? Ihr seid zu weit weg. Ich hoffe, die Pferde sind lieb. Ohne Reiter halt nicht aggressiv. Ich meine, ich könnte jetzt auch von hier oben runterfliegen.
um die letzten Kollegen hier kümmern. Das sind, glaube ich, nur noch die drei. Meine schönen Pfeile. Oh, neue Pfeile. Oder wenn ich mir den da jetzt erstmal hole. Von hier aus. Ich speichere. Ich hab keinen Bock, das alles nochmal zu machen. Ne? Ich bin so froh, dass wir hier gut durchkommen, teilweise. Und das dann alles nochmal neu machen. Der wird... Nö. Nö. Mehr. Scheiße. Hör auf. Hörst du auf? Okay, okay. Hoffen, die anderen haben das nicht mitgekriegt. Oh Gott, ich habe kurz Panik gekriegt, ne? Kurz Panik. Echt? Und dachte mir, oh Gott, da kommt der Nächste. Oh Gott, nee. Och, nee. Ach, scheiße. Ah. Nee, die sind fies. Die müssen wir ausschalten. Am besten dann mit Eispfeilen. Komm, das Lager will ich jetzt noch haben in dieser Folge. Ja, das war wesentlich einfacher als eben. Brauchen wir noch den anderen Dude, der so Feuer spucken kann? Oh Gott, da ist ja noch ein kleiner Dude. Nee, warum verstellst du dich denn immer? Den habe ich überhaupt nicht gesehen, ne? Jetzt hat er mich. Nee, das ist der Reiter. Wo hat er denn sein Pferd wieder her? Okay. Oh Gott, da war noch irgendwo einer. Ich hab's gehört. Okay, 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 okay. Wir leben, wir leben, wir leben, wir leben. Wert lade ich auf, bitte. Danke, gerne. Okay, jetzt haben wir da eigentlich nur noch diesen einen Feuerdude, ne? Nein. Okay, haben wir. Ugh. Stress. Wirklich. Das ist innerlicher Stress. Ich bin am Schwitzen. Meine Hände sind ganz feucht. Das ist. Ugh. Gut, okay. Den haben wir. Speichern. Speichern. Bloß speichern. Okay. Sehr gut. Ich sammle jetzt noch den Loot ein. Aktiviere den... aktiviere den Schrein. Einen ganzen Loot finden. Jetzt haben wir ja natürlich so gut verteilt hier die Gegner. Und dann... Also bloß nicht hier gegen irgendwelche Stacheln kommen. Ich glaube, der ganze Loot ist weg. Da oben ist noch eine Truhe, die ich gern hätte. Und dann, ja, gucken wir in der nächsten Folge in den Schrein. Danke für die Pfeile. In der Hoffnung, dass der nicht auch so ekelhaft wird wie der andere, ne? Das wäre wirklich ein sehr lieb von dir, Spiel. Wenn der mich nicht ganz so nerven würde. Aber ich erwarte nur das Schlimmste.
Wirklich. Ich erwarte nur das Schlimmste von diesem Schrein. Aber wie gesagt, da gucken wir in der nächsten Folge rein. Ich bedanke mich dann an dieser Stelle fürs Zusehen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü.